Ich heiße nicht nur Captain Dax, sondern euch auch herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Mad Eagle Dynasty. Ja, wir haben beim letzten Mal den Schweinestall fertiggestellt und dieses Mal müssen wir natürlich auch unsere Kohlsuppe verkaufen. Vielleicht machen wir auch noch ein paar mehr von den Kohlsuppen und vielleicht kriegen wir dafür ein Schwein oder zwei. Vielleicht kriegen wir neue Bewohner in unseren Schweinestall. Und ich würde sagen, damit let's go. Zuallererst müssen wir Holzschalen produzieren. Und zwar machen wir davon mal 14. Ah, ich glaube, wir kriegen ja mal doppelt so viel, ne? Ja, jetzt haben wir... Nee, 70 Holzschalen haben wir jetzt. Okay, okay. Ja, wir gucken mal, haben wir noch genug Fleisch? Ich glaube schon. Fleisch haben wir 7. Das ist natürlich sehr wenig. Ich glaube, mir mangelt es jetzt an Fleisch für die Kohlsuppen. Ja, wir brauchen nämlich 3 Fleisch für eine Kohlsuppe. Also können wir nur noch 2 herstellen. Naja, okay. Vielleicht verkaufen wir dann einfach die Holzschalen. Werden sicherlich auch einen guten Preis geben. Kohl können wir auch ein bisschen verkaufen. Habe ich auch ein bisschen was noch dabei. Ja, dann auf geht's zur nächsten Stadt und verkaufen. Wenn ihr euch jetzt wundert, warum rennt der Typ so komisch? Wenn ich überladen bin, dann bin ich einfach schneller, wenn ich schräg laufe. Also wenn ich W und D gedrückt halte. Kleiner Tipp von mir. So, hier ist der Händler. Zeig mir deine Ware und wir verkaufen jetzt ein bisschen was. Ich habe 2 Eisenpfeile, die kann ich verkaufen. Die Holzschalen. Okay, eine Holzschale gibt also unglaublich wenig. Schade. Ich dachte, da gibt es ein bisschen mehr für. Also Kohl, ein Kohl ist deutlich mehr wert als eine Holzschale. Also doppelt so viel mehr wert. Das kann doch nicht sein, oder? So, Kohlsuppe. Vergifteter Bronzepfeil verkaufe ich auch. Vergifteter Eisenpfeil. Jo, verkauft. Okay, jetzt haben wir 1000 Münzen. Also ich könnte mir vorstellen, dass wir davon 2 Ferkel vielleicht bekommen. Vielleicht. Erstmal gucken, ob die überhaupt Schweine haben. Die haben hier vorne Kühe, ja. Wie kostet ein Kälbchen? Ich meine, eine Kuh kostet 375. Dann kann auch ein Schwein nicht so teuer sein, oder? Auf jeden Fall haben die hier keine. Vielleicht muss ich doch in ein anderes Dorf. Aber drüben in dem, da hatten die auf jeden Fall keine. Drüben in dem anderen Dorf, wo ich war, hier in dem Flussdorf da. Da hatten die auf jeden Fall keine Schweine. Hier haben sie noch Pferde. Dann heißt es wohl eventuell, dass wir mal nach Skauki müssen. Da war ich halt noch gar nicht. Skauki. Hier runter. Gehen wir mal hin. Vielleicht haben die da ein Schwein für mich. Ist aber auch ganz gut. Da können wir ja ein bisschen noch die Gegend erkunden. Da vorne ist schon wieder eine Ruine, die wir looten können wahrscheinlich. Steinpfeile sind am Start. Davon haben wir noch genug, falls uns jetzt irgendwie irgendwelche Raufbeute überfallen sollten. Oh, hier gibt es nochmal Loot. Das ist cool. Münzen nehmen wir natürlich immer. Und Weizen nehme ich auch. Kann ich verkaufen. In Skauki. Hier noch was? Vielleicht eine Sichel oder so? Da habe ich halt immer noch drauf gehofft. Bei den anderen... bei den... Points of Interest davor, also vor dem Update. Oh, Holzstamm. Und die... Oh, Bretter. Ja, ich fast übersehen. Da gab es auch manchmal eine Sichel, wenn da so Getreide da lag, ne? Und da habe ich eigentlich so ein bisschen drauf gehofft. Jetzt. Das ist verbarrikadiert. Schade. Hier im Sack ist... Oh, 2x Tierfutter. Auch interessant. Brauchen wir demnächst auch, ne? Also Tierfutter müssen wir dann auch besorgen. Da müssen wir mal ein bisschen mit dran denken. Wenn wir jetzt die Schweine kaufen, dass wir auch Tierfutter kaufen. Achso, das war direkt ein Schweinestall hier. Ja, verstehe.
Roggenkorn, auch nicht schlecht. Mehl und Säckchen. Die müssen wir übers Dach rein. Einfacher Holzschemel. Ich dachte, ich kann den mitnehmen. Stärketrank. Wollgarn. Oh, eine Bronzesichel. Ja, da ist sie doch. Da haben wir eben doch noch drüber gesprochen, ne? Und jetzt haben wir es gefunden. Bierflasche. Münzen. Noch eine Bierflasche. Hier ist eine Steinaxt in der Wand. Oh, kann man das ja auch abmachen? Nee, kann man nicht, ne? Schade. Hätte ich gerne mitgenommen, die Trophäe. Oh, hier noch. 150 Münzen noch versteckt. Ja, er möchte was trinken, das werden wir gleich mal tun. Oh, was sind das da vorne für ein Felsen? Eine Sehenswürdigkeit. Skauki, geht's hier lang? Okay. Hier gibt's noch Loot. Oh, Kupfererz. Oh, nice. 75 Münzen, nehme ich auch gerne. Steinspitzhacke. Und in einem Sack noch Salzfleisch und Stein. Stein kannst du behalten. Aber Salzfleisch nehme ich mit. Das ist ja nice. Cool. Sehr, sehr nice. Skauki, geht's da lang? Also, hä? Tatsächlich, okay. Ich muss hier lang. Ah, okay. Den Weg hätte ich gleich nehmen können. Skauki, da lang. Okay. Ey, es ist irgendwie cool, so sich so ein bisschen nach den Wegweisern zu richten und nicht auf die Map zu gucken. Es hat irgendwie was. Nice. Skauki, da lang. Okay. Das ist so ein bisschen immersiver. Wisst ihr, was ich meine? Da bin ich richtig unterwegs hier. Das ist aber auch eine heftige Landschaft hier. Oh, okay, da vorne ist das Dorf. Können wir schon mal angucken. Nice. Oh, hier ist das Lager, wo man dann neue Leute findet und so. Ich hoffe, die haben Schweine. Ich hätte gern Schweine. Und ich hoffe, die kleinen Ferkel sind so günstig, dass ich mir die kaufen kann. Mit meinen paar Münzen. Aber ich habe ja noch neuen Loot jetzt gefunden. Ich könnte ja eventuell noch was verkaufen. Skauki, da ist es. Auf jeden Fall ein schöner Name. Finde ich cool. Skauki. Möchte ich gleich mal bei ihm mein Zeug verkaufen, was ich jetzt nicht brauche. Die Bronzesichel behalte ich mal. Die ist, glaube ich, gut zum Arbeiten tatsächlich. Stärketrank. Das Tierfutter behalte ich. Das brauchen wir jetzt gleich noch. Wenn wir jetzt tatsächlich Schweine kaufen sollten. Ja, jetzt haben wir schon. Guck mal, jetzt haben wir schon mal 1600 Münzen. Das müsste doch reichen für zwei Schweine. So. Vorausgesetzt, ja, Alter, die haben da vorne eine Mine. Nice. Vorausgesetzt, die haben ja auch Schweine. Und hier habt ihr Hühner. Okay, auch interessant, dass es hier Hühner gibt. Habe ich bis jetzt auch noch nicht gesehen in irgendeinem Dorf. Also den Spot müssen wir uns hier merken. Skauki ist wirklich, wirklich hübsch designt. Also Shoutout an die Entwickler. Das Dorf ist wirklich nice. Hier gibt's Esel. Okay, okay. Aber irgendwie... keine Schweine. Nope. Keine Schweine für den Dachs. Sehr schade. Wo könnte ich dann noch hin? Astoria war ich ja schon. Vielleicht nach hier oben. Klonika. Muss ich probieren. Wir laufen mal nach Klonika. Also hier gab es leider keine Schweine. Ja, ist es heute die große Map-Erkundungstour hier, die wir hier laufen? Auf der Suche nach Schweinen. Werden mal schnell noch was essen. Ich habe ein bisschen Salzfleisch dabei. Es nimmt einem immer so ein bisschen was an Wasser, aber es macht doch sehr satt. Und Wasser ist halt einfacher zu finden als Nahrung, also als wirklich verarbeitetes Food. Wenn man das nicht schon mitnimmt auf eine Tour,
dann ist es immer schwer zu finden, ne? So, wir müssen einmal gerade durch. Vielleicht sagt uns der Wegweiser da vorne auch schon, wo wir hin müssen. Ja, Klonika. Oh, schöne Brücke. Auch hier gerade mit den Bäumen und so. Auf jeden Fall sind wir auf der richtigen Spur hier. Hier müssen wir lang. Jagdgebiet entdeckt Wildschwein. Das hat mich erwischt. Wie das? So. Beide erlegt. Schön. Aber ich habe ein bisschen Damage bekommen. Ich stand auf der Brücke und irgendwie hat es mich erwischt. Weiß zwar nicht wie, aber da war die Hitbox wieder ein bisschen komisch. Hier ist gefährlich. Durch diesen kleinen Wald zwischen den beiden Brücken. Ins Gehirn. So, ich brauche ein Messer. Ich habe keine Stöcke und keine Steine mehr. Sticks and Stones. Im Mittelalter waren die Wildschweine noch richtig aggro. Die hatten richtig Hass auf jeden Menschen, der da vorbeikam. Okay, wir laufen jetzt hier wieder an dem Sumpf vorbei, wo wir schon mal waren. Hier war ja auch so ein kleiner Hof mit einem Typen, der gepennt hat, ne? Aber ich glaube, der hatte nichts zu verkaufen und der hatte auch keine Tiere. Wir müssen uns auch so ein bisschen beeilen, weil es wird schon langsam dunkel. Und es steht ein Jahreszeitenwechsel bevor. Das heißt, in der Nacht werde ich zurückgeportet in mein Bett. Das ist gut, dann müssen wir den ganzen Weg nicht wieder zurücklaufen, aber wir müssen jetzt auf jeden Fall noch in der Zeit, wo es hell ist, da die Händler finden. Und eventuell gucken, ob es da Schweine gibt. Da müsste es eigentlich Schweine geben, weil ich wüsste jetzt nicht, sonst nicht, wo ich jetzt noch suchen müsste. Wenn nicht, google ich das. Aber erstmal will ich selber gucken. Ja, ich sehe schon. Das Dörfchen. Oh, das ist ein richtiges Holzfällerdorf. Merke ich gerade. Hier wird viel Holz gefällt. Ja, nice. Guten Tag, hallo. Habt ihr zufällig Schweine? Irgendwie habt ihr so gar nichts, ne? Oh, die haben hier Bienen. Oh! Da sind sie doch, die dicken Tiere. Schön, drei ausgewachsene habt ihr. Oh, guck mal, ein Ferkel kostet 195. Und ein ausgewachsenes Tier kostet 675. Na, dann nehme ich eine Sau und einen Eber. So. Oh, hier gibt es sogar noch Tierfutter drin. Das stehle ich mal kurz. Keiner gesehen. Und ich habe eine Fischerhütte freigeschaltet durchs Stehlen. Sehr gut. Gibt es hier jemanden, der Sachen verkauft? Warte mal, hier gibt es einen Bogenhändler. Kräuterhändler. So einen Schmiedtypen. Naja, ich gehe schon mal zurück. Ich gehe schon mal zurück zu meinen Schweinchen. Wie viel würde das kosten, wenn ich mich von hier aus Astoria, 160 Münzen. Nee, das laufe ich. Da bin ich zu geizig für. Es tut mir leid, Leute. Das laufe ich lieber. Gestohlenes Tierfutter. Bin richtiger Gangster. Dann lasst uns schon mal in der Verwaltung sagen, dass unser Landwirt nicht im Feldschuppen arbeitet, sondern im Schweinestall. Und dann können wir auch gleich sagen, der Schweinestall soll bitte Dung produzieren. Also der produziert ja sowieso Dung. So.
Aber wenn ich das hier einstelle, wird der Dungeid auch eingesammelt. Wisst ihr, was ich meine? Dann wird er halt auch Dung rausgenommen und mir ins Lager gepackt. Und der Dung ist halt wichtig, weil aus diesem machen wir Dünger selbst. So, jetzt laufen wir nach Passovia und von da aus dann in unser Dorf. Stimmt, hier im Sumpf gab es Elche, ne? Da vorne ist einer. Was macht der Typ da oben? Wie ist er da hochgekommen? Und was macht er da? Das ist auf jeden Fall einer von meinen Dorfbewohnern, aber ich weiß nicht, was er da oben macht. Oh, ich bin im falschen Haus. Oh. Excuse me. So, und dann schlafen wir mal zur nächsten, ja, bis zur nächsten Jahreszeit. Müsste jetzt Herbst sein, ne? So. Ja, wunderschön. Wunderschöner Herbstmorgen. Bis jetzt ist mir auch noch nicht kalt. Wir müssen auch noch nicht die warmen Klamotten anziehen. Tierfutter tue ich schon mal hier rein. Das dürfte auch eine Weile reichen. Für zwei Schweine, glaube ich mal. Wenn nicht, kaufen wir noch was. Aber an sich wird das schon reichen. Na, ihr kleinen Quieker? Wie geht's euch? Ach ja, stimmt. Wir haben eine Fischerhütte freigeschaltet, ne? Durch die Frage, wo wir die hinstellen könnten. Ich glaube, hier nehme ich nicht hin. Aber hier ist gar kein Fisch drin. Hier ist gar kein Fisch drin. Ich weiß nicht, ob das trotzdem funktioniert. Aber ich glaube nämlich nicht. Wir könnten es irgendwann mal ausprobieren, dass wir die irgendwie reinstellen oder hinstellen. Aber hier ist ja kein. Hier ist ja offensichtlich kein Fisch drin. Da oben leider auch nicht. Das ist auch nicht tief genug. Höchstens hier dieser See. Da, wo die Bären immer sind, ne? Da könnte man vielleicht eine Fischerhütte hinstellen. Da wäre vielleicht auch das Wasser tief genug dafür. Ey, immer wenn ich hier dran vorbeigehe, muss ich gucken, ob ich das schon machen kann. Ja, kann ich. Muss ich mir nur Schemata kaufen. Ich brauche Steine und Brennholz. Okay. Das kriegen wir hin. 13 Steine und Baumstamm. Machen wir mal Brennholz aus dem Baumstamm. Dann ist das wenigstens auch eine feste Feuerstelle. Immer bleibt. Wisst ihr, was ich meine? So. So, zack. Ja, geht mal lieber zur Arbeit hier, statt hier rum zu chillen. Um zu gammeln. Los, auf, zur Arbeit. So. Wie sieht unser Kohlfeld aus? Hat das vielleicht irgendjemand einen Angriff genommen? Was denn jetzt? Warum kommt jetzt hier Musik von wegen Fight und so? Greift mich hier irgendwie an? Nö. Komisch, ganz komisch gerade. Ist das Feld voll? Nee, es wurde nur gedüngt, ne? Unbesät. Oder? Nee, hier, guck mal. Ein volles Kohlfeld. Top. Kann ich wieder einsammeln. Hat er sich gekümmert? Der gute Mann. Hat er nur nicht ganz geschafft, weil ich ihn wahrscheinlich abgehalten habe. Aber wo hatte er den Dünger her? Hatte ich noch so viel Dünger? Hatte ich Dünger auf Vorrat gekauft? Ich glaube schon, ne? Also ich beschwere mich jetzt nicht über den ganzen Kohl. Das ist schon cool. Aber, ich müsste den halt mal irgendwann verkaufen, den Kohl. Wie viel Kohl haben wir jetzt dabei? 218. Ja, vielleicht verkaufe ich den erstmal. Ich gehe erstmal los. Und könnte mir vielleicht davon nochmal eine Gürteltasche kaufen, um einfach mehr tragen zu können. Aber der Kampfsound eben, der hat mich extrem verwirrt. Das ist keine Ahnung, warum. Ich dachte kurz, jetzt kommt's. Jetzt wird mein Dorf von Banditen angegriffen. Das wäre
das wäre auch noch sowas, was viel in dem Spiel ändern würde. Oder was halt mega krass wäre, wenn die das mit implementieren würden. So Angriffe aufs Dorf, das würde viel verändern. Auch so mit Verteidigungsanlagen, mit so Wellen wie da. Vielleicht Leuten, die man einstellt, dass die im Prinzip das Dorf bewachen, die einen Bogen dabei haben, die Waffen dabei haben. Und ja, sowas. Das wäre krass. Eigentlich wäre es einfach umzusetzen. Einfach so ein Wachhäuschen als neues Gebäude und dann im Prinzip da Leute drin einstellen. Und dann brauchen die halt als Werkzeug so einen Knüppel und einen Bogen vielleicht oder so. Keine Ahnung. Oder vielleicht doch ein Schwert oder sowas, dass sowas mit reinkommt. Und schon könnten theoretisch Angriffe aufs Dorf erfolgen. Es funktioniert in anderen Spielen ja auch, wie in Valheim oder sowas, keine Ahnung, wo dann einfach Leute spawnen, wenn man im Dorf ist. Nicht, wenn man nicht gerade nicht da ist, aber wenn man im Dorf ist. Das wäre nice. Und wenn dann so ein Wachhäuschen mit Leuten, die da drin arbeiten, also mit so Polizisten oder Wachmännern oder wie auch immer, dass die dann auch nochmal auf die Zufriedenheit der Bewohner einen Einfluss haben. Wisst ihr, was ich meine? Die fühlen sich dann einfach sicher. Guck mal, ich bin schon beim richtigen Händler hier. Das ist schon mal gut. Also Kohlsamen kann man für mehr verkaufen als den Kohl selber. Interessant. Ich hoffe, ich habe jetzt nicht so viel Kohlsamen verkauft, dass ich nicht wieder cool aussehen kann. Das könnte sein. Best goods in take care. Und jetzt brauchen wir die Klamottenhändlerin, ne? How are you doing? Nee, das ist sie nicht. Die hier, die mit der tiefen Stimme. How do you do? Ich brauche eine Gürteltasche, Digi. Gibt's das auch noch? Also gibt's auch noch große Gürteltaschen oder ist das hier die größte? Große Gürteltasche. Kostet 390. Dann kaufe ich die mal. Die große Gürteltasche. So. Das dürfte mir jetzt nochmal ein bisschen was an Gewicht einbringen, dass ich jetzt mit mir rumtragen kann, ohne überladen zu sein. So. Jetzt haben wir den Schweinestall abgehakt. Also da sind jetzt Schweine drin. Die sorgen dann bestimmt auch irgendwann für Nachwuchs. Jetzt ist die Sau noch nicht schwanger, aber sie ist 1,5 Jahre alt. Bei Wasserbedarf könnten wir nochmal nachhaken, ne? Wir könnten nochmal ein paar Eimer herstellen. Das hat man immer noch nicht gemacht. Und Bevölkerung 5 ist halt auch immer noch zu wenig. Das heißt, Häuser bauen, Leute engagieren. Aber das wird wahrscheinlich erst im nächsten Video was. Und wir müssten eine Scheune errichten, damit wir im Prinzip einen Arbeitsplatz haben, an dem wir Dung zu Dünger machen können. Am besten hier eine Scheune hin. So vielleicht. Einen Weg denn dahin. So, bauen wir gleich fertig. Auf jeden Fall hier die Scheune hin. Ja, ach komm, ich mach das gleich mal fertig. Ja, guck mal, ich kann jetzt schon 20 Baumstämme tragen, ohne wirklich krass überladen zu sein. Das ist nice. Okay, so, Scheune ist abgeschlossen. Ja, nice. Ja, hier an den Feldern, wo jetzt hier die... Also, hier kommen ja die Felder hin. Das ist schon gut, dass jetzt da eine Scheune steht. So, ich wollte gleich noch ein paar Häuser bauen. Und eventuell bei den Häusern schon mit Dings arbeiten. Mit, na, sag schon. Setz mir nicht ein. Mit Holz. Also Holzwände und so, ne? Damit die einfach im Winter noch ein bisschen besser isoliert sind als die, die wir jetzt haben. Ah, jetzt habe ich doch mit Flechtwänden angefangen. Egal, komm. Ziehen wir jetzt durch. Ich finde auch, als Verteidigung, ich finde auch die Flechtwände, wenn die mit Ton versiegelt werden, finde ich die echt, echt hübsch.
Muss ich ganz klar so sagen. Dann sind die mega geil. Und ich glaube, das ist jetzt mein Trost. Wir werden das alles so ein bisschen mit Ton versiegeln. Und die nächsten Häuser bauen wir dann mit Holz. Oder nur aus Holz. So rum. Oh, wir haben den Grabungsschuppen freigeschaltet. Das ist sehr gut. Da können wir uns dann Steine besorgen. Und Ton und sowas. Ah ja, schön. Ich finde das super, dass die Schweine jetzt da drin sind. Finde ich gut. So, neue Hütte fertig. Sehr, sehr schön. Hier vorne gefällt die mir auch richtig gut an der Hauptstraße. Ja, gefällt mir sehr, sehr gut. Ja, hier vorne könnte vielleicht noch eine Hütte hin. Dann haben wir sehr eng gebaut. Oder ich mache hier einen größeren Garten oder sowas hin. Naja, mal sehen. Ich würde aber erstmal sagen, das war's mit dieser Folge von Mad Eagle Dynasty. wir sehen uns im nächsten Video. Wenn es euch gefallen hat, lasst auf jeden Fall ein Like da, vergesst den Abo nicht und auch den Kommentar zu schreiben. Das füttert den Algorithmus, das hilft uns allen, vor allem mir. Und ich wünsche euch eine schöne Woche, ein schönes Wochenende, je nachdem, wann ihr das Video schaut. Macht's gut und bis dann. Ciao.